Konzert am Wiener Sender vor einigen Wochen haben wir auch neue Kompositionen zur Lustigen Witwe gehört. Unseres Wissens sind diese zur Berliner Neuaufführung dieser Operette entstanden. Dabei hat sich überall herumgesprochen, dass der Führer mit besonderer Freude dem Werke beigewohnt hat. Und dies muss ja doch für Sie eine stolze Genugtuung bedeuten. Gewiss. Die Berliner Aufführung der Lustigen Witwe war grandios. Etwas noch nie Dagewesenes, Einmaliges. Das Interesse des Führers verpflichtet mich zu tiefstem Dank. Ich möchte aber die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, auch allen jenen zu danken, die mir und meiner Kunst durch ein Menschenalter die Treue gehalten haben. Was ich zu bieten hatte, war stets ehrlich empfunden und kam vom Herzen. Ich habe mein ganzes Leben nie etwas anderes gekannt als meine Kunst, meine Musik. Ihr habe ich mich restlos hingegeben. Immer nur lächeln. Was gehen mich an die Leute? Resignation im Fürstenkind, Paganinis Lied an seine Geige sind Selbstbekenntnisse. Meine Lebensaufgabe aber sehe ich darin, den grauen Alltag meiner Mitmenschen zu verschönern, indem ich in der Musik keine Probleme suche, sondern das bringen will, was sich jeder Mensch ersehnt, Freude und ein bisschen Sonnenschein. Ich danke Ihnen, Meister Lehár, für die Liebenswürdigkeit, mit der Sie meine Fragen beantwortet haben. Abschließend möchte ich mich zum Sprecher der vielen Freunde Ihrer Kunst machen und Ihnen angesichts Ihres bevorstehenden 70. Geburtstages noch recht viele gesunde und schaffensfreudige Lebensjahre wünschen.